Yo, Xmorphix 83 mit einem neuen Tutorial. Das hier ist ein Breeding Guide Tutorial. Das ist der zweite Teil. Im ersten Teil ging es darum, wie man grundsätzlich Breeding Guides benutzt. In dem Teil geht es um die verschiedenen Pfade, Besonderheiten, nach was für Kriterien kann man Pfade auswählen. Um es euch jetzt zu zeigen, benutze ich den Breeding Guide von Red. Den findet ihr unter dem oben stehenden Link. Da öffnet sich dann hier diese Easy-to-Read-Beschreibung, die ist ein bisschen vereinfachter dargestellt, da gibt es nicht ganz so viele Optionen und nicht ganz so viele Details. Wenn ihr allerdings erst im roten Tier angefangen habt oder bis zum Ende vom grünen Tier, gegebenenfalls sogar höher, reicht diese Easy-to-Read-Beschreibung. Wenn ihr dann schon ein bisschen weiter seid im Spiel, dann würde ich allerdings die Tabellenversion nehmen, die findet ihr hinter diesem grünen Reiter. Wenn ihr drauf klickt, öffnet sich hier diese Tabelle. Unten sind verschiedene Optionen, Reiter, zum Beispiel Please Read, Gold to Platinum, Sapphire, also Saphir bis Emerald, Emerald ist Smaragd. Bei Please Read beantwortet sie so ein paar Fragen zum Breeding Guide, macht auch ein paar Empfehlungen, wie man einen Pfad auswählt, was man machen sollte, wenn man Fehler findet und solche Geschichten. Wenn man jetzt mal auf diese Reiter klickt, seht ihr hier schon verschiedene Pfade. Zum Beispiel hier Whale und Conversions, also Morgenröte 1, Whale und Morgenröte 2, Whale und Morgenröte 3, Whale und Jutto Teutes 1. Also es gibt da wirklich verschiedene Möglichkeiten, die ihr entweder auswählen könnt, weil ihr zum Beispiel ein bisschen Eiermarken sparen wollt. Unten seht ihr immer die Costs, also die insgesamten Kosten für den Pfad. Ihr seht ja schon, kostet es weniger als der andere Pfad. Und oben seht ihr immer die Drachen, die benötigt werden, um den jeweiligen Pfad zu durchlaufen. In dem Fall Etten Hagen aus dem grünen Tier, deswegen sind die grün geschrieben. Minen aus dem grünen Tier, Basileus, Lume und Caliburg aus dem Goldtier, deswegen in Gold geschrieben. Also die Farben deuten darauf hin, was für ein Tier es ist. Zum Beispiel hier Enki in Orange-Rot ist ja noch aus dem Orange-Tier. Cerber und Ostfair aus dem Platin-Tier in Schwarz geschrieben. Und so zieht sich es durch die gesamten Tiers. Die sind da relativ gut hervorgehoben, aus was für ein Tier die sind. Dragon Offspring ist natürlich der Drache, der gezüchtet werden soll. Parents sind die Eltern. Tokens, Bands sind die Eiermarken, die man braucht, um den jeweiligen Drachen zu züchten. Minimum Level des Minimum Level des Spielers und Running Total, die Eiermarken, die es insgesamt kostet, um zu dem jeweiligen Schritt zu kommen. Unten seht ihr übrigens immer, was die Ziele des Pfades sind, also die Drachen, die letztendlich gezüchtet werden, Vulkan, Kelvin, Rhizon, Kaiju. Und wenn wir jetzt mal auf Sapphire to Smaragd gehen, habt ihr auch wieder verschiedene Pfade, unten immer die Kosten und dann seht ihr hier Can Go To. Can Go To bedeutet, hier unten Can Go To bedeutet, mit diesem Pfaden könnt ihr anschließend weitermachen. Wenn ihr also diesen Pfad durchlaufen habt, bis zum Ende könnt ihr ihn kombinieren mit diesen Pfaden, die hier bei Can Go To stehen. Dann seht ihr hier Mystic Fragments Use. Mystic Fragments kennt ihr, das sind diese mystischen Fragmente, die einen Teil praktisch zu einem jeweiligen Ei hinzufügen. Und da steht hier zum Beispiel Good to Use. Good to Use bedeutet, hier ist es sinnvoll, mystische Fragmente zu verwenden, weil die Züchtung relativ teuer ist, um diesen Drachen, also Sackham, zu bekommen. Sprich, da wird es wahrscheinlich viele verschiedene Eier geben in der Züchtung und die Wahrscheinlichkeit, Sackham zu züchten, ist hier relativ gering. Ihr bekommt da wahrscheinlich andere Drachen, eher als Sackham, nur ab und zu mal ein Eifragment von Sackham. Deswegen ist es hier sinnvoll oder good to use, Mystic Fragments zu benutzen.
Hier zum Beispiel not to use. Warum ist es hier nicht sinnvoll? Sollte nicht benutzt werden. Man züchtet hier Quetz. Quetz ist in schwarz geschrieben, was bedeutet, es ist noch ein Platin-Drache. Er wird hier gezüchtet, mit in blau geschrieben, also Saphir-Drachen. Das nennt man sogenannten Backbreed. Backbreed bedeutet, er wird rückwirkend. Man könnte Quetz schon vorher züchten, züchtet ihn allerdings später, wenn man bereits Saphir-Drachen hat, züchtet man ihn rückwirkend für sehr wenige Eiermarken. Das heißt, hier Mystic Fragments zu verwenden, wäre im Endeffekt eine Verschwendung. Also, deswegen steht hier not to use. Bad to use, da wird die Wahrscheinlichkeit, dass man eben hier Horset bekommt, relativ groß sein. Also ein Fragment von Horset bekommt, da wird hier relativ groß sein. Deswegen sollte man es hier auch nicht unbedingt verwenden. Okay to use, ja, kann man machen. Und ja, bad to use, wie gesagt, nein, good to use sollte man verwenden. Hier seht ihr die extra eggs. Da müsst ihr wirklich schauen. Was wollt ihr haben? Wollt ihr jetzt unbedingt einen gewissen Drachen als erstes haben oder wollt ihr schnellstmöglich Eier für die Arbeit der Baracke? Hier habt ihr zum Beispiel erst relativ spät, hier mit Applethud habt ihr erst Saphir-Eier genug für die Arbeit der Baracke. Währenddessen hier bei Icicle 4 habt ihr schon im dritten Schritt Saphir-Eier und könnt damit die Arbeit der Baracke wesentlich früher aufwerten als zum Beispiel mit Icicle 1. Und ja, da müsst ihr halt wirklich euch entscheiden, lohnt sich das lieber früher die Arbeit der Baracke aufzuwerten oder wollt ihr wirklich einen gewissen Drachen als allererstes? Da will ich im Forum vielleicht ein bisschen nachlesen, was Spieler sagen, die schon ein bisschen weiter sind. Jetzt gehe ich nochmal zu Gold nach Platin zurück. Ganz nützlich ist hier dieses Running Total und dieses Token Span. Running Total, da seht ihr, wie viele Eiermarken ihr insgesamt braucht, um hier zum jeweiligen Schritt zu kommen. Also wenn jetzt ein Breeding Event oder sowas ansteht, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, okay, so und so viele Tokens habe ich und wie viel dauert es denn insgesamt, bis zu dem gewissen Schritt zu kommen. Oder ihr macht es so, ihr seid jetzt zum Beispiel bei Yesinio und wollt zu Nosfer und Cerbero, dann könnt ihr hier, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, ihr seid bei diesem Schritt hier und wollt zu Ferox, dann könnt ihr hier einfach die Tokens Band nehmen und ziehen. Dann seht ihr hier bei Sum bedeutet, so viele Tokens wird es insgesamt brauchen, um eben von Schritt 4 bis zu Schritt Nummer 6 zu kommen. Also das ist relativ nützlich, um euch eben vorher auszurechnen, wo kommt ihr hin mit euren Tokens bei einem Breeding Event oder generell. Ansonsten war es das eigentlich soweit und ich hoffe, es war einigermaßen hilfreich. Wenn ja, dann könnt ihr ein Like da lassen oder einen Kommentar posten. Und wenn nicht, dann sagt es ruhig auch. Und falls ihr noch Fragen habt, dann meldet euch. Gell? Und bis dann. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.